Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Wir spielen Monopoly. Deal? Deal? Sind Deal, ja? Mhm. Du, Kitschibong am Start. Wir beide. Kotter. Mhm. Kamprad? Mhm. Alles. Alles. Gut. Wieder Deutschland gegen Indonesien. Teil Nummer 3. Aber Indonesien hat schon zweimal gewonnen. Genau, leider. Leider. Nicht einmal gewonnen, aber heute wird sich das ändern, weil ich bin ein Monopolist. Wirklich? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. So, zuerst mischt man alle Karten schön durch. Okay. Danach gibt man jeden Spieler, wie viel mitspielen, 7 Karten. 5, 6, 7. Umso mehr Leute, umso mehr Spaß macht es. Man darf in der Runde maximal 3 Spielkarten ausspielen. Eine Ereigniskarte, eine Straßenkarte oder eine Grundstückskarte und einen Geldbetrag. Ich habe verteilt, du fängst an. Oder ich habe verloren, ich fange an. Okay, du fängst an. Okay. Ich spiele zuerst Geld aus. 1 Million. Was auf dem Tisch liegt, darf nicht mal auf Hand genommen werden. Und eine Turmstraße. Und du bist. Geld. Straße. Wow. Ein Bahnhof. Platz. 2 Karten darf ich wieder ziehen. Ja, jetzt bin ich dran. Am Anfang einer Runde muss man immer 2 Karten ziehen. Man darf am Ende der Runde nicht mehr wie 7 Karten auf der Hand haben. Ich habe 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe jetzt genau 7, aber ist auch am Anfang der Runde. Geld. Straße. Und Miete. Wie teuer? 2 Millionen. Eine Karte ist Miete 2 Millionen. Jetzt ich. Du bist, jawohl. Der Sieger ist, der als erstes 3 komplette Grundstücke voll hat. Kannst du in der Mitte? Was in der Mitte? In das. Ach so. So weit weg. Okay. Okay, jetzt ich bin. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich. Straße. Ich habe kein Geld. Kein Geld. Dann geht noch Ereignis. Schlau geklaut. Dankeschön. Bitteschön. So, ich bin. 2 Karten ziehen. Geldteil? 5 Millionen. 5 Millionen. Einmal 1 Million und einmal 4 Millionen für die Straße. Und Geldteil habe ich gespielt. Geld kann ich noch ausspielen und eine Straße kann ich ausspielen. Wow. Du bist. Oh, eine Straße voll. Das ging aber schnell. Problem ist, die Straße, die komplette Straße gehört hier zu Lona. Die kann sie mir nicht mehr geben, wenn sie mir Geld schuldet oder so. Das bleibt immer ihrs. Außer 2 Millionen.
Außer wenn ich eine Karte habe, wo drauf steht, sie dürfen den gesamten Grundstück, Entschuldigung, gesamtes Grundstück klauen. Dann geht das. So, ich lege eine Straße raus, die Goethestraße, und einmal die Mitte 2 Millionen. Danke. Bitte, bitte. Fertig? Ja. Ich lege raus die gelbe Karte und das war's. Meine erste volle Straße und zwei Zusatzkarten. Fertig. Und Geld. Ja. 1-1 steht's noch. 1-1. Mhm. Grundstück. Schon die nächste Straße voll. Mhm. Nicht schlecht. 2-1. Ich wollte mir gerade die klauen. Mist. Ein Haus. Fertig. Ereigniskarte. Es gibt eine Ereigniskarte, die geht nur mit einer anderen Ereigniskarte. Aber die habe ich auch gerade nicht, leider. Badstraße. Und 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Karten. Ich? Du bist. 4, 6, 7. So, jetzt Karte. Achso, zwei Karten ziehen. Oh, vergessen. Karte. Und Zwangstausch. Diese pinke. Ich mag pink. Gegen diese rote. Aber ich habe nichts da. Wolltest du machen, nichts da machen? Aber Geld habe ich leider nicht. Du bist. Ich habe jetzt folgendes Problem. Ich muss jede Runde zwei Karten ausspielen. Weil ich habe 7 auf der Hand. Und am Ende der Runde muss ich ja, darf ich nur mindestens 7 Karten auf der Hand haben. Daher. Geld high. 5 Millionen. Ich 2. Oder hast du noch eine Karte? Nee, ne? Hm? Eigenes hat es nicht mehr, ne? Ich habe schon Geldhai. Ah. Ja. Geldhai ist doch von meiner Runde noch. Das war auch keine Ereigniskarte. Von mir, die Karte. Geldhai. Ach ja, Geld, ja. Hm.
Einmal dies ausspielen, sorry. Arr. Diese Karte ausspielen und Zwangstausch. Ja, okay. Die rote gegen der pinken. Jetzt ich? Jawohl. Jawohl. Geld? Ich hab kein Geld mehr. Straße. Ich hab kein Geld mehr. Zwangstauschen. Welche? Joker? Oh ja, und dann Straße, ja. Ich habe ich schon. Straße hast du. Straße, Zwangstausch, Geld. Geld hast du auch. Entschuldigung. Zwei Karten ziehen. Verwirrt. Ich mach Straße, zweite voll. Ereignis, ich setze ein Hotel bei... Also Ereignis und Geld habe ich nicht. Fertig? Fertig. Ich habe gewonnen. What? Ich habe gewonnen! Schon wieder dreimal. Ich habe diese Karte noch. Diese Karte geht nur mit einer Mietkarte zum Beispiel. Doppelte Miete. Doppelte Miete geht nur mit einer Ereigniskarte. Aber du hast auch eine grüne gehabt. Hättest 4 Millionen kriegen können. Blau hat sie nicht. Ich habe blau gehabt. Aber trotzdem habe ich gewonnen. Habe ich gewonnen. Das war eine kleine schnelle Runde Monopoly Deal. Mit mehreren Leuten macht das bestimmt ein bisschen mehr Spaß. Genau. Und mehr Mekadilla. Weil dann gehen auch die Straßen immer schön rund, sagt der eine Zwangstausch. Wie viel kann man das denn spielen? 6 waren das, ne? Ich glaube 6. 5 Leute. Achso, maximal. 20 Minuten dauert eine Runde, maximal. Ab 8 Jahren. Ab 8 Jahren wird schon ein bisschen schwierig, oder? Können das 8-Jährige spielen? Vielleicht ab 10 Jahren. Und 2 bis 5 Spiele. Das war's mit Red Dog Gamble und da steht 3-0 für Deutschland. Nein, für Indonesien. 3-0 für Indonesien. Tada! Bye bye!